Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Videoserie, nämlich Detroit Become Human. Wir sind gerade als Unread im Tutorial so ein bisschen, oder in der ersten Szene kann man sagen, denn wir starten die Serie. Und was das Ganze auf sich hat und wo wir da uns genau befinden, das werden wir jetzt dann gleich rausfinden. Oh, da ist ein Fisch. Und da seht ihr schon so ein kleines Feature von dem Spiel. Nämlich können wir hier ein bisschen analysieren. Wir können ihn retten oder liegen lassen. Wir retten mal den kleinen Fisch. Komm, auf ins Wasser. Und was hier genau passiert ist, das müssen wir jetzt rausfinden. Genauso wie Softwareinstabilität. Ah, okay. Genauso wie herausfinden, was denn es damit auf sich hat. Nämlich mit den drei Personen. So, das sind hier nämlich Phillips, John, Caroline und Emma. 2028 geboren, die Kleine. Es könnte wichtig werden. Wer weiß für was. Wir gehen mal und schauen uns das genauer an. Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, das können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Also, wir sind Android, wie wir schon rausgefunden haben, müssen Captain Allen finden und können so ein bisschen wie ein Hitman mit dieser rechten Maustaste rausfinden, wo sich was befindet oder unsere Ziele anschauen. Und Captain Allen scheint da hinten zu sein. Das Wort ist auf jeden Fall vor Ort. Hier ist was passiert, Leute. Hier ist was passiert. Aber das werden wir jetzt gleich rausfinden. Wir checken die Lage jetzt erstmal. Captain Allen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Also wir sind Connor scheinbar. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Das ist schlecht. So, wir können jetzt verschiedene Sachen auswählen. Aber wir müssen ein bisschen schauen. Hat er kürzlich einen emotionalen Schock erlitten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Okay, das will er alles nicht. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Die beim Spot sind scheinbar sehr, sehr freundlich. Und ihr habt es jetzt gerade schon gesehen, wir haben mehrere Auswahlmöglichkeiten. Und so geht dann auch die ganze Geschichte weiter. Und hier haben wir so einen Waffencase. Wir schauen uns das mal an. Und da können wir Hinweise analysieren. Das habe ich auch schon rausgefunden. Zum Beispiel hier, dass es eine MS853 Blackhawk ist und die Munition. Und da gibt es echt viele Daten immer. Und dann, wenn wir alle Hinweise analysiert haben, können wir die Sache rekonstruieren. Wie er zum Beispiel hier das Ganze genommen hat. Also das ist sehr cool, finde ich. Und hier haben wir dann genaue Hinweise, nämlich der Abweichler nahm die Waffe des Vaters. Abweichler sind wahrscheinlich die Androiden, die nicht das tun, was sie sollen. Also irgendwie einen Fehler im System haben. Weil normalerweise sollten Androiden nicht Amok laufen oder irgendwas derartiges tun. Sollen ja den Menschen unterstützen. Und der hat ein bisschen übertrieben. So, und jetzt hier natürlich mit mehr Hinweisen kommt die Chance auf Erfolg auch schon ein bisschen näher. So, durchsuche das Zimmer der Geisel. Okay, checken hier mal die Lage. Das ist hier das Zimmer des Mädchens, die 10 Jahre alt ist, muss man dazu auch sagen. Kind hörte keine Schüsse. Ja, wenn man laut Musik hört. Ich schau mal hier. Na, hier. Okay, schauen wir uns das mal an. Okay, der Name von ihm heißt Daniel. Das ist natürlich sehr passend, ja. Daniel, der Android. Ich weiß nicht, Leute. So viel steht fest. So, wir haben jetzt damit eine neue Sache freigeschalten. So, wir checken jetzt mal hier die Sache. Hier liegt jemand. Untersuche die Opfer. Wir schauen. Okay, also, wir haben hier. Das ist eine Schusswunde, oder? Ja, Kaliber 355. Also genau die Waffe, die da rausgenommen wurde. Auch wieder eine Schusswunde und auch eine Schusswunde. Also drei Schüsse, scheinbar. Und das da ist der Vater, oder?
John oder wie er heißt, ja genau. 19.29 Uhr Todeszeitpunkt, jetzt können wir das Ganze uns anschauen. So, schauen wir mal. Okay, also von hinten. Der hatte irgendwas in der Hand. Und jetzt steht er auf, dreht sich um, wird dreimal angeschossen und damit erschossen. Und da hinten ist irgendwas dann hingeflogen oder liegt dort. Ich schau mal. So, was ist hier? Tablet. Ja, ein Tablet. Okay, schauen wir mal. Ihre Bestellung eines AB-700-Androiden wurde registriert. Cyberlife Alles klar. Der Android hat den anderen, hat den Vater erschossen und die Kleine als Geisel genommen, weil er sich einen neuen Androiden bestellt hat. Alter. Okay, krass. Was haben wir hier? Noch einen. Der war der erste vor Ort. Schusswunde haben wir auf jeden Fall, auch wahrscheinlich. Ja, auch mit derselben Waffe. Schussrückstände. Okay, das heißt, ein Schuss wurde aus seiner Waffe abgegeben, höchstwahrscheinlich. Das ist hier der Officer Deckard Anthony. 20.03 Uhr, eine halbe Stunde, nachdem der Vater quasi erschossen wurde, war der Beamte vor Ort. Und zur falschen Zeit am falschen Ort, würde ich mal sagen, ne? Der kam hier so ran. Polizist verletzte den Abweichler. Ja, ein Schuss ging bei ihm rein und ja, dann wurde er erschossen. Geisel sah die Schießerei, okay. Und der liegt dann am Boden. Und die Waffe liegt da hinten, okay. Waffe geortet. Krass. Okay. Schauen wir uns das Ganze mal an, oder? Hier, die Waffe nehmen wir uns mal. Na. Nehmen, zurücklegen. Amerikanische Androidenverordnung. Androiden ist strengstens untersagt, Waffen jeglicher Art zu tragen oder zu benutzen. Echt? Okay, wir nehmen die mal. So, hat ja keiner gesehen, außer der Typ hinter uns, ne? So, was ist da? Tödliche Optionen verfügbar steht jetzt da gerade. Okay, ich hätte gesagt, wir sind soweit. Gibt es noch irgendwelche wichtigen Hinweise? Na, da unten das Blut. Worauf warten wir denn? Knallen wir dieses Arschloch ab. Und? PL600, Seriennummer sogar. Alter, da ist ja alles drin. Okay, krass. Also jetzt wissen wir sogar das Modell. Okay, ich hätte gesagt, wir sind soweit. Bevor es noch schlimmer wird, gehen wir einfach jetzt mal raus. Na komm. Auf geht's. Wir checken die Lage. Boah! Ballert er direkt auf uns. Kein Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Okay, langsam nähern, gewinne das Vertrauen. Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht. Wir gehen ein bisschen näher ran. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät. Bist du bewaffnet? Nein, ich habe keine Waffe. Du lügst! Natürlich hast du eine Waffe. Ich sage dir die Wahrheit, Daniel. Ich bin nicht bewaffnet. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Dass man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Wir checken die Lage hier. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Da liegt auch ein Beamter am Boden. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts Hilfe. Falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Bitte. Ich dachte, sie liebt mich. Hilf mir. Aber das tut sie nicht.
Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Demian, nein. Okay, wir machen jetzt mal hier einfühlsam. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Mein Gott, lass doch das Kind gehen. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Weg. Da, du kriegst dein Bild. Ich blöffe. Du willst doch gar nicht sprengen, Daniel. Sonst hättest du es schon getan. Los, gib mir die Waffe. Und das alles hier ist vorbei. Komm mir nicht so nah. Wenn du näher kommst, dann werde ich sprengen. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Aber jetzt werde ich selbst entscheiden. Oh oh. Lauf, 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 lauf. Komm. Jawohl. Krass. Mission erfolgreich. Ja, krass. Aber wir sind halt gesprungen. Okay. Das Kind ist gerettet. Ja. Und mit diesen ganzen Entscheidungsmöglichkeiten, damit lässt sich das Spiel lenken. Man kann sogar Charaktere verlieren, sind nämlich auf der Schwierigkeit erfahren. So, und da sieht man direkt, hier, welche Möglichkeiten es gibt, wie viele Ausgangsmöglichkeiten und natürlich, was alles auf dem Weg noch zu entdecken gegeben hätte. Abweichler, die Wahrheit sagen, wäre noch eine zweite Möglichkeit gewesen. Aber wahrscheinlich hätte es genauso zum selben Punkt geführt, zumindest jetzt hier mit der Linie. Abweichler springt mit Emma. Und ansonsten nah genug herangehen, das haben wir gemacht. Aber wie es da weitergeht, wer weiß, ne? Also man sieht direkt hier, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ihr dürft mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wir schauen direkt jetzt, wie es weitergeht. Und was sonst noch so Sache ist. Also wir fahren gerade hoch. Hallo. Jetzt sind wir ein anderer Android scheinbar. Wir stehen jetzt in einem Laden. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow. Liebling, der sieht toll aus. Also ich glaube, in 2038 ist das vielleicht noch nicht so möglich, aber später vielleicht wirklich. PL600. Okay, gebraucht sogar. Ob das so eine gute Idee ist? Wir haben gerade ein PL600 gehabt, ne? Manchmal haben wir fehleranfällig, die Dinger. Schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf, wenn er einen Einbruch oder Rauch erkennt. Verzeihung, was kostet der drüben? Der MP800 ist etwas teurer. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Ich mag den Kerl nicht. Geil. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Der ist mir sympathisch. Er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400. Registriere deinen Namen.
Kara? Mein Name ist Kara. Okay. Krass. Wahrscheinlich auch ein weiterer Charakter, mit dem wir dann mal zu tun haben werden, die Kara. Aber schon krass, ne? Die Welt, wie sie sein könnte, in vielen, vielen Jahren. Aber da müssen sehr, 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 sehr viele Jahre, glaube ich, noch vergehen. Ja, Tauben gibt's immer noch. Okay, noch ein Android, den wir noch nicht kennen. Gehe zum Malereibedarf Bellini. Okay. Hole Bestellung 847 bei Malereibedarf ab. Gehe zu dem Malereibedarf. Okay. Aber ich finde dieses Konzept einfach cool. Das habe ich schon damals in The Walking Dead in dem Spiel so gemocht, dass du verschiedene Möglichkeiten hast auszuwählen und anhand dessen kannst du entscheiden, wie die Geschichte voranschreitet. Aber hier ist es noch krasser. Weil du wirklich diese Situationen hast, ne? Finde ich echt cool. So, schauen. Oh, hallo. Automatische Müllabholung hier, oder was? Um das GPS zu benutzen. Okay, wo müssen wir denn hin? Da. 61 Meter. Der wirft es hin. Damit es der Android aufhebt. Hauptsache, man muss ihn nicht mehr bücken, ne? Krass. So, wohin lang geht's da? Ja, das ist richtig. So, James Bellini Paints, da sind wir. So, schauen wir mal. Hallo. So, können wir uns hier umschauen? Nee. Können wir verbinden. Oh. Identifikation bestätigt. Ach, wir sollen was für unsere Besitzer abholen. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 63,99. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Krass. Schon krass. Nimm den Bus nach Hause, okay. Kamerawinkel. Okay. Ey, da fliegt eine Drohne. Mit einem Paket. Ist wahrscheinlich günstiger, einen Androiden loszuschicken.
Weil der macht ja alles für einen. Wenn man einmal, was weiß ich, wie viel $1000 hinlegt. Was steht hier? Zum Bus geht es nicht hier entlang. Lustig. Hier. Willst du hin, Blechbüchse? Schneller! Ach wirklich. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an! Gott, unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Ja! Ja! Zeig's mir! Mach den fertig! Du gehst nirgendwo hin. Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Na los! Okay. Das reicht. Lass ihn in Ruhe. Erteilen wir ihm eine Lektion. Beschädigt ihr ihn, gibt es ein Bußgeld. Dein Job ist auch bald weg. Was du dann wohl sagst. Okay. Na los, geh weiter. Okay, kann man machen. Wir müssen Familien ernähren und diese Ruinen. Eieiei. Achso, ja, wir wollen auf den Bus warten. Da war ja was. Der ist gerade weggefahren. Kommen wir genau rechtzeitig. Ah. Gibt sogar einen eigenen Bereich für Androiden. Mit Laden wahrscheinlich. Kann man sich gleichzeitig aufladen. Man merkt schon, er ist ein bisschen anders als die anderen Androiden. Nicht ganz so stur. Farbtöne, abgeschlossen. Markus hat den Bus genommen. Ja gut, ich glaube, da gibt's sogar noch einen anderen Ausgang, oder wie? Das sieht ja krass aus. Okay. Heftig. Also, man hätte da sogar noch einiges mehr tun können, um noch mehr mitzubekommen. Okay, interessant. Ja Leute, und ich würde sagen, schreibt mir auf jeden Fall eure ersten Eindrücke und Meinungen in die Kommentare, denn ich glaube, wir werden mit dem Spiel noch viel Spaß haben und vor allem einiges rausfinden. Und das Krasse ist, auch wenn jetzt jemand anders das schon gespielt hat, in der Theorie ist es möglich, immer eine andere Geschichte zu spielen. Zumindest in einem begrenzten Rahmen. Und ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao.